Und damit einmal herzlich willkommen zurück zu Mind Over Magic. Ja, wir sehen, dieser Baum wächst ein wenig. Ein bisschen. Wir werden sehen. Aber das ist gar nicht das, was wir so sagen wollen. Wir haben unten eine riesen Party. Leute haben richtig Spaß. Wir haben 5 Studenten, 4 Professoren. So wie man das von einem guten Schulsystem auch erwarten sollte. Oder so. Keine Ahnung. So, also, was ich machen will, ist hier eigentlich den Tag einfach mal direkt mit einem Kampf beginnen. Und zwar mit diesen 4. Wir fangen einfach mal an. Was haben wir denn hier? Untergrundstein. Ah, die kann ich Lawinen mehr. Okay. Gibt Eisen, alles klar. Habe ich noch gar nicht so geschaut, ob in diesen Höhlen vielleicht noch irgendwas rumliegt für mich. Außer halt mein Pilz, den ich nicht bekomme. Aber das ist nun mal so. Hier haben wir die wunderschöne Lavalarve. Das ist alles sehr schön. Königsblume. Ektoplasma, Eisen, alles klar. Unsere Leute sind auch alle fast da, bis auf den guten Hergrump. Der braucht natürlich immer länger. Und Joanna möchte auch mit. Darf's aber nicht. Ew. Pelzige Milbe, die sehen aber schön aus. Komm. Ey. Oh, wow. Das ist aber frech. Erdrüstung lohnt auch nicht mehr. Machen wir trotzdem. Das ist halt das Doofe, wenn die schnell sind. Dann ist halt... also Erdleute sollte man, glaube ich, nicht auf erster Reihe haben. Ich mach dich. Auch wenn wir dadurch ein bisschen mehr Schaden, glaube ich, fressen. Oder kann ich... Nein, ich kann nicht einen davon auf jeden Fall töten. Ich nehme Sturzflut. Zip. Den haben wir. Du kriegst natürlich einen aufs Fressbrett. Zweimal sogar, sehr schön. Das ist sehr gut. So, zerschmettern. Auch wenn das nichts bringt. Und der Feuerball, der natürlich krittet. Na, okay. Vielleicht auch nicht. Ist egal. So. Ein kleines Kämpfchen später und wir bekommen 10 Heiligenblüten. Das ist sehr schön. Sehr, sehr schön. So. Kreaturen, die hier leben, neigen dazu, im Kampf eher zurückhaltend zu sein. Ruinen dann der Oberfläche enthalten Stein, während man in tiefer gelegenen Ruinen auch Skulpturstein entwickelt. Okay. Ich weiß halt nicht genau, wie es so weitergeht mit dieser Untergrunduni, aber ich finde die schön. Honiggrütze haben wir nicht mehr. Das ist aber schade. Ja, weil wir hier wahrscheinlich auch den Honig nicht mehr geerntet haben, schon lange. Ich würde den, glaube ich, mal ernten wollen. So, höchste Prio ernten, bitte. So, Ivan hat Champion-Bronze-Prüfung abgeschlossen, heißt, kann schneller montieren. Ist gar nicht so schlecht. Ich muss halt schauen, welche Studenten ich haben will. Also, ich denke, Johanna möchte ich haben. Weil, also nur mal so, meine Professoren, die haben 3 in der Hauptfähigkeit und dann jeweils 2 bei 2 Nebenfertigkeiten. Das heißt, wenn wir hier 4 Hauptfähigkeit, 3, 2, dann sind wir schon besser. Und der 4 und dann 3 mal die 2, das ist auch sehr versiert, also sehr versatil, besser gesagt. Aber hier wird natürlich Dunkelfertigkeit noch besser. Das hier weiß ich nicht, weil ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Luftfertigkeit wäre halt super geil. Plus 1. Aber ich glaube, Luft hätte der so wie. Oh ne. Wäre bei Luft auf 3 und hätte 4 Zweier. Sehr gut. Hier auf jeden Fall. Hier 3, 2, 2. Das ist halt super gut. Ja. Wird das noch besser? Nee, ne? Das wäre halt super geil. Zauber 50 Mal, während du ausgeruht bist, in einem Lernstein an einem mittelstufigen Klassenzimmer. Wir haben einen mittelstufigen Klassenzimmer, aber irgendwie sind die nie ausgeruht. Warum eigentlich? Brauchen die mehr Schlaf, meine Studenten? Kann das sein? Ach so. Komm, wir geben denen einfach hier nochmal 2 Stunden Schlaf mehr. Und die Professoren auch. Warum auch nicht? Und wem auch immer da auch. Oh, Hector hat Gruppenlehre abgeschlossen. Wunderbar. Was wäre das denn? Das wäre das hier. Nee. Nee. Liebt aufladen. Dunkles Wissen. Okay, keine Ahnung. Ah doch, da, Gruppenlehren. Plus 1 zu Max, Dingens hier. Genau, dunkel. Dann haben wir nämlich 4, 2 und
Eine 4 ist auch gut. Den, also Ivan möchte ich. Oh, ich weiß nicht, wen ich haben will. Kenneth hat auch was verbessert. Okay, wunderbar. Das heißt, er kann 3 Luft, 2 Natur. Okay. Ich muss mich mal festlegen. Also Ivan möchte ich auf jeden Fall haben. Weil der hat halt 4 Erde. Wir können dem auch noch sagen, dass er quasi der Baumeister wird. Weil 4 Erde ist halt schon geil. Das ist halt schon nicht schlecht. Ich meine, wir können natürlich nichts gegen Elizabeth sagen. Die hatte 3 Erde. Aber Ivan ist halt besser, ne? Vor allen Dingen hatte 3 Blitz auch dabei. Naja. Ich werde mal schauen. Benötigt medizinische Bettruhe. Ja, mecker nicht, bekommst du schon. Okay, also, ich gehe noch mal kurz durch. Wir haben einen Erde, Wasser. Also, Ivan möchte ich haben. Wir haben einen Erdzauberstab Stufe 4. Das ist halt schon ganz geil. Das heißt, Gwen, es tut mir leid, so gut du bist es nicht. Wasser Stufe 4 mit so vielen Zweiern ist halt auch ganz gut. So allgemein, Wasserzauberstab, also Wasser macht nochmal Heilung und so. Okay. Handwerk Nebenprodukte in der Universität. Alles klar. Das ist nicht schlecht. Das heißt, wir haben Wasser und Erde schon mal. Johanna mit Natur 4322 auch sehr gut. Kann noch besser werden, wenn wir Erde haben. Trage 4 Tage, erlebe 4 Tage hintereinander, ohne gestresst zu sein. Okay. Ob das jemals was wird? Siege 2 gegen Gegner. Achso, das können wir auf jeden Fall. Das ist kein Problem. Und ist 10 Stinkbären. Das können wir machen, indem wir Konsum sagen. Füge Einschränkungen hinzu. Und zwar Johanna. Mahlzeiten. Ach, muss ich die alle durchgehen? So, lösche alles. Stinkbeere. So. Ab jetzt ist deine Diät Stinkbeere. Du möchtest die ja wirklich gerne essen. Können wir machen. Das heißt, wir hätten eine Naturzauberin. Wir haben einen Erd. Und den Dunkel finde ich auch nicht schlecht. Ich drehe mich gerade ein bisschen im Kreis. Es tut mir leid. So. Okay, der ist halt kacke. Also Erde und Natur. Die beiden können wir schon mal verbessern. Das heißt, im Prinzip können wir Elizabeth in den Ruhestand schicken. Und ich würde das, glaube ich, auch machen wollen. Einfach nur, um das mal gesehen zu haben. Weil Elizabeth, ja, ist natürlich eine super gute, aber Johanna wird die ersetzen. Und einen Blitzzauberer möchte ich gerne haben, der Blitz halt wirklich kann. Und davon haben wir noch keinen, aber ich warte darauf. Ich glaube, ich möchte nicht noch einen Studenten mehr haben. Das heißt, wir machen mal ein bisschen schneller. Wir gucken mal, was hier so passiert. Wir haben einen Borstenzapfenbaum, der halt Bäume bringt, also Holz. Ich finde meinen kleinen Garten hier ganz hübsch. Wir brauchen halt jemanden, der das hier kann. Und da sind wir mit Johanna auf einer guten Seite. Wir müssen halt nur ein bisschen besser und mehr und länger und häufiger studieren. Wie sieht's aus? Honiggrütze haben wir noch nicht. Haben wir denn Zutaten für Mahlzeiten? Bitterweiß? Das heißt, hä? Honigtropfen. Honigtropfen. 8 Stück. Okay. Ja, das wird noch kommen. Blomp. Blomp so gut. So, Kessel, was haben wir denn da? Bittere Grütze, okay. Honiggrütze. Ach, eine haben wir, okay. Ach cool, ich kann hier auch draufklicken, um zu sagen, okay, wo ist das? Zauberstäbe war nichts, alles klar. Ne, gut. Ich denke, wir sind hier ganz gut aufgetan. Wie sieht unsere Forschung aus? Wir forschen gerade die Verschönerung unseres Gartens. Super essentiell für unsere Schule derzeit. Aber ich finde das gar nicht schlecht. Kann ich eigentlich schon. Ich gehe mal kurz hier rein. Erde, Wasser, Natur, Dunkel. Kann ich eigentlich schon einen Blitzzauberstab Stufe 2 machen? Nee, ne? Nee, kann ich noch nicht. Das heißt, wir müssen in der Forschung nochmal schauen, ob ich denn einen Blitus, auch nicht schlecht. Das hier, okay. Da haben wir schon angefangen. Hohes rechteckiges Fenster und der Blitzzauberstab Stufe 2. Ja, haben wir schon angefangen, aber ich finde den Weg halt wesentlich wichtiger als gute Studenten oder Arbeiter. Von daher
Ja, da können wir auch theoretisch anfangen, hier die Priorität reinzugehen. Wir sehen, welche Fähigkeiten die alle haben, und das würde ich dann machen, sobald hier Zierenpflege. Ah, das müssen meine Studenten alle machen. Okay. Wer wollte nochmal Studenten streicheln? So, Ivan möchte das gerne machen. Das heißt, wir gehen auf Zeitplan und merken, dass das falsch ist, gehen auf Priorität. Das heißt, du machst ein bisschen Pflege Notfall und alle anderen gehen mal ein bisschen zurück. Und Johanna möchte es auch. Kommt dann auch. Ne? Er hatte nach der Tragenaufgabe 4 Stunden lang 10 Überzeugungen. Also, das ist halt nicht so geil, aber das ist schon ganz cool. Das sind eine normale Marderik, die dazu bekommt. Ja, da liegen einfach Stinkbeeren rum. Einen hast du schon gegessen, wunderbar. So, Autospeichern. Dungeon Raum wird bald wieder Monster herbeibringen. Oh. Sollen wir nochmal kämpfen? Was hältst du davon? Ach, Kenneth wollte auch kämpfen. Naja, Kenneth müssen wir ein bisschen warten, bis er ein bisschen gelernt hat. Weil so bringt er uns wirklich nichts. Hey! Wie schnell kommt das denn zurück? Komm, wollen wir mal Kenneth mitbringen? Wie viel Mana hast du? Lebenspunkte ist okay. Kenneth nach vorne, Herkrump hierhin, Ellie nach hinten, Erde 3, Dunkel 1, was hatten wir denn sonst? Wasser 3, also Wasser ist halt eigentlich ganz geil. Dafür hätten wir auch Hustus. Komm, wir schicken Hector auch mit rein. Aber 2, einfach nur mal so. Aber das ist jetzt super schnell dazugekommen, ne? So, unsere beiden Krähen-Soldaten kommen an. Super schnell, dass sich das abgeschlossen hat. Frag mich warum. Ist so ein bisschen frech. Hey! Hallo, darf ich? Zip. Okay, Erdrüstung? Das mache ich, damit er den Mana Burst, ja nice. Mana Burst bedeutet, dass er halt keinen Schaden nimmt. Wieso? Ah ne, keine Mana braucht. Warum kostet, also bringt der 50? Das ist besser als unser Professor, finde ich gut. Zack. Ich würde den einfach kommen. Wir juken den einfach. So. Und einmal, geblendet. Ah, das ist frech. Das ist noch ein Student, halt dich zurück. So. Ich weiß noch nicht, warum die so schnell wieder da waren, aber ich will mich nicht beschweren. So, Untergrundkammer gesäubert. Wunderbar. Nachfüllen Untergrund-Uni Schutz. Okay, was können die denn da nachfüllen? Naja, sollen sie mal machen. So, okay. Kenneth hat dadurch, denke ich mal, einen Kampf gekämpft. War das nicht Kenneth? Ach, mit 2. Okay. Ja. Alles klar. Ich weiß, ich bin im Moment ein bisschen viel in diesen Menüs, aber das gehört ja dazu. Guck mal da. Jetzt kann er schon ausgeruht lernen. Das haben wir schon sehr gemacht. Bestienflüsterer. Streiche 3 Veredelungstruhen. Meint er mit Veredelungstruhen diese hier? Mal. Oh, Gwen ist komplett ausgebildet. Super schön. Entschuldigung. Eine Kreatur, die Zauberin bei der Umwandlung von Reagenzien hilft. Sie müssen unter Umständen erst ausgebrütet werden und benötigen dafür Nahrung, Zuneigung oder andere magische Pflege. Ist das. Bist du das? Bist du eine Veredelungsbestie? Eine Veredelungsbestie, die nicht humanoide Leichen verarbeitet und nützliche Zutaten verwandelt. Okay. Cool. Ja, Bestienpflege kann damit anfangen. Ist okay, wir können mal wieder ein paar Ratten jagen. Haben wir nämlich wieder ein paar Kadaver. Finde ich sehr schön. Hier ist halt wirklich Chaos. Wir müssen hier mal ein bisschen aufräumen, aber im Moment nicht. Was ist das denn da? Innereien, okay. Ich möchte eine neue Kiste bauen, bitte. Komm, recycelten oder normalen Steppträger. Ich weiß nicht, was du kannst. Ist okay. Einer von den beiden wird es wohl sein. Früher oder später. Kleiner Kadaver.
Ah, ne, dich will ich gar nicht. Dich. Oh, ein Kadaver. Okay, genau, das müssen wir ja machen. Ich lasse das zu Ende studieren und dann werden wir mal mit dieser Spektralschlinge. Das war ein Junge. Was ist denn hier los? Okay, dann werden wir mal schauen mit dieser Spektralschlinge. Was er da runterträgt. Und was machst du? Okay. Also nimmst das. Okay. Alles klar. Das heißt, wir haben bald wieder einen neuen Studenten. Ja, genau. Diesen Studenten, weißt du Bescheid? Steppträgerleiche. Aber die Forschung ist gleich abgeschlossen. Haben wir eigentlich jemanden, der relativ gut forschen könnte? Nee. Morphekai macht das halt, ne? So, Forschung abgeschlossen. Auf den zweiten Blick. Ne, wir haben ja diesen wunderschönen gepflegte Gärten. Das heißt, wir können eine Kronenschläuche haben. So. Spektrale, okay. Kronenschläuche. Ein Bildnis, das Kronen in der Nähe aufweckt. Ist alles. Wird beim Fressen durch Professoren oder Kronenscheuchen erschreckt. Wie kann ich denn jagen? Sag mal, wie kann ich jagen? wir werden sehen. Aber wir können auf jeden Fall jetzt diesen wunderschönen Pfadstein bauen. Das finde ich sehr wichtig. Honigtropfen, ja, das fände ich auch ganz gut. Ich will ja, also ich schaue mich nur mal um, was ich so mache. Das möchte ich halt als nächstes auf jeden Fall. Dann können wir ein Webervogelnest. Ich schaue mal eben kurz. Ja, hallo. Krohe. Nestes. Oha. Okay. Ich muss mir das mal anschauen, ob wir die irgendwie jagen können. Lehrenpilz in der Universität. Ja, ja, das ist okay. Hier ist nämlich eine Krohe. Krohennest. Kann ich nur zerstören? Borstenzapfen bauen? Ich will die Krohe anvisieren. Ja. Krohe. Jagen. Höchste Frio. Elisabeth kommt an. Gwen hat laufende Batterie. Alles klar. Und Feuerwissen, Bronze, Medaillon verdient. Ah, wunderbar. Das heißt, lade die Mana-Laternen auf. Das ist sehr gut. War Gwen nicht komplett ausstudiert? Naja. So, guck mal, da kriegen wir jetzt ein paar Kronen. Ich weiß, es ist super frech, die schlafenden Kronen zu... Gehirn wird eingelagert. Okay. Zu essen. Aber das ist okay. Die würden sonst alles von uns kaputt machen. Eli. Na okay. Mach kaputt. Oder hör einfach mitten im Kampf auf. Er ist ein bisschen komisch. Isst Krohe. Essen. Hörkrump. Okay. Ja, alles gut. Ist ein bisschen komisch, dass sie so mitten im Kampf einfach sagen, oh, okay, ich höre jetzt auf. Ich habe keine Lust mehr. Aber da können wir mit leben. Was uns halt ein bisschen was Schönes bringt, ist, hier haben wir jetzt den Pfadstein. Möchte ich tatsächlich auch gerne hier mal bauen. Warte mal so. Ich mache mal ein bisschen langsamer, dass das hier nicht so ein Chaos ist. Uah. So. Einfach nur, damit wir hier vorne so ein bisschen einen Weg haben. Dann ist das nämlich weg. Ich schaue mal, wie schön das wird. Ob wir das ein bisschen vergrößert bauen, weiß ich nicht. Kronenscheuchchen brauchen wir 3 Fleisch für. Okay. Wo kriegen wir denn Fleisch her? Quelle Glibberhaufen. Okay. Bescheidenes Grab. Ja. Zum Glück brauchen wir das noch nicht. Hust, hust. Würmkraut. Ja, Würmkraut könnten wir eigentlich auch mal anbauen. Ne? Ein Würmkraut-Pflanzkasten, einfach nur, damit wir da was haben. Möbel, ja, Spektralschlinge. Eine platzierbare Falle, die, wenn sie vor einer spektralen Kreatur ausgelöst wird, diese für kurze Zeit an Ort und Stelle festhält. Entfernt Luxus, benötigt Aufladen, um zu funktionieren. Okay, das lassen wir einfach erstmal liegen, neben. Und dann schauen wir mal, was es so bringt. Was ich halt auch gerne hätte, ist, glaube ich, alle unsere Betten mal verbessern.
damit wir hier alle unsere schönen Betten bekommen, weil nur das eine da oben ist ein bisschen wenig, ne? Entschuldigung. So. Das heißt, das könnten wir eigentlich im nächsten, also morgen mal machen. Aber erstmal nicht. Erstmal möchte ich das hier bauen, dann mal gucken, was passiert, wie das aussieht, was ist denn da los? Spektralkrohe. Könntest du bitte aufhören? Ja, der macht meinen Schrank kaputt. Goldbeeren gedeihen, okay. Trinkbeerenranken lassen auch Honigtropfen fallen, wenn sie geerntet werden. Wunderbar. Sehr schön. Aber, Morphekai, darfst du eigentlich jagen? Morphekai, jagen, jagen, jagen. Ja. Jagen. Mach die mal kaputt. Weil die frisst hier gemütlich meinen Vorratsschrank. Und ich weiß nicht, ob alle meine Zutaten da kaputt sind, wenn die weg sind. Wir werden sehen. Ja, minus 7. Schon wieder. Was soll das denn? So. Wird wieder repariert. Wunderbar. Priorität. Morphekai. Darfst wieder alles machen, was du willst. Alles gut. Sonst fängt er nämlich an, alles zu jagen. Aber das, damit siehst du, wir können einigermaßen schön das mit der Priorität gut einrichten, was wir so alles zu tun haben, was wir zu machen haben, was auch immer. So, Hector, mein Gutester, du bist vollständig ausgebildet. Ich schaue mir mal das an, das können wir, da können wir gerne warten. Das hier wird nicht passieren. Also von daher ist der eigentlich soweit gut ausgestattet. Wir hätten den Vierer Wasser. Schau mal kurz, auch Justus. Ist auch eigentlich langweilig. Vier Wasser und zwei in vielen anderen. Das heißt, er ist sehr versatil. Mit Wasser kann er halt super schnell machen. Ich würde fast sagen, dass wir Hector und Ivan auf jeden Fall haben. Hector, Ivan und Johanna. Das heißt, Hector und Ivan möchten gerne Augustus und Elisabeth ablösen. Und weil, also damit, darauf warten wir noch. Erhöht Kraft, das ist halt super geil. Und das hier, ja, töte drei Gegner bei zwei Stunden. Ja, ich glaube, das können wir nicht machen. Ich bin mir nicht sicher, ob das verbessert, also ob die sich verbessern können, wenn die noch Studenten, ach, wenn die noch Professoren sind. So, wie sieht das aus? Oh, das sieht eigentlich ganz hübsch aus, ne? Von wegen nicht genug Zutaten für Gehirne, was? Achso, okay. Was meinst du? Alles klar. Was ich noch gerne hätte, ist Unterricht. Tafel. Ein Gehirn fehlt mir. Nein. Können wir hier noch ein bisschen schlafende Krohen zerstören? Das ist doch das erste Mal, dass ich Krohen überhaupt gesehen habe bisher. Ich guck mal gerade ein bisschen hier rum. Nein. Ich glaube, die sind eher in der Dämmerung zu finden, würde ich mal behaupten. Und ich tropfe Mühe. Ja. Wer bist du denn? Habe ich die früher einfach nie gesehen? Oder sind die jetzt neu? Sag mal. Autospeichern abgeschlossen. Also, dass sie so rumlaufen. Ich habe die einfach bisher nie gesehen. Schon krass. So, was brauchen wir hierfür eigentlich? Räucherstock und Eisblütenblatt. Okay. Das heißt, wir könnten eigentlich mal Räucherschilf ernten. Machen wir einfach. Und Eisblüten. Da haben wir doch einige. Auch bitte einmal ernten. Müssen wir mal vorbereiten, dass wir das machen können. Priorität. Wie sieht es denn aus, wenn wir Ernten haben? Quellen zerstören, Ernten. Das kann eigentlich keiner richtig gut. Das heißt, was ist das denn? Höhlengeist, Bronzemedaille. Ja, er schafft Gesteppte schneller. Okay. Du bist also der gesteppte Mann und du bist auch für Ernten dran. So. Das heißt, wen habe ich jetzt gesagt? Augustus ist halt mit Ernten unterwegs. Wird sich bald ändern. Aber ich möchte tatsächlich... Ach, weißt du was? Weißt du, was wir machen? Wir machen das in der nächsten Folge. In dieser Folge mache ich erstmal die Kreidetafel. Die möchte ich nämlich wunderbar gerne weise hier unten haben. Kann ich hier so... Nein.
Aber ich hätte die wirklich gerne da, muss ich sagen. Das heißt, dich bitte einmal hierhin bewegen. Hier müsste eigentlich okay sein, ne? Ja. Wenn wir das dahin bauen können. So, ich warte mal kurz, bis Herkrump da ist. Weil so hätte ich das wirklich gerne. Herkrump, hallo. Aber ich dachte, der würde sich beeilen. So. Ah, warte. So. Können wir nämlich da eine Tafel hinbauen. Finde ich schön. Ist so dahinter. Hinter diesem Lernstein. Ich weiß gar nicht, wie die da so stehen, aber ist okay. Bitte auch höchste Priorität. Lamp Fright und Gurgle Horror. Okay. Naja, die bauen das im Hintergrund auf. Und wir sehen uns wie jedes Mal in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, wirklich vielen Dank fürs Dasein, vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Mach's gut und ciao. Super lange Abbildung, ne? Super lange. Und unnötig. Ciao.